Hallöchen, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Blog. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Logan und wie ich auf Instagram schon erzählt hatte, habe ich ein neues Schneideprogramm gekauft, was natürlich nicht günstig war. Und ja, das stützt mein ganzes Programm immer ab nach 5 oder 10 Minuten. Und da muss ich erstmal nochmal klären. Und daher kann ich mein Material, was ich die Woche genommen habe, gefilmt habe für euch, was ich für ein Video zusammenstellen wollte, kann ich leider nicht nutzen. Oder hatte ich euch auf Instagram erzählt, dass ich heute eure Fragen beantworten wollen würde, die ihr mir gestellt hattet. Ich hatte letztens nochmal einen Button reingemacht und ich hatte auch zwischendurch immer mal wieder ein paar Fragen gestellt. Und ja. Die würde ich gerne heute beantworten. Wenn ihr euch fragt, warum ich im Auto sitze, ja, ich sitze im Auto, ich habe gerade die Hunderunde gemacht. Da sitzt, hinter mir sitzt der Cooper. Cooper, guck mal, mach mal hallo. Und das ist der Amigo. Der Amigo ist der Hund von dem Kumpel von dem Honey. Die beiden wohnen ja zusammen in einer Wohnung und die ich noch nicht mitbekommen habe, ich bin derzeit immer noch Gast da, weil ich derzeit stark an Corona erkrankt war. Habe aber jetzt kein Corona mehr, habe nur mit den Spätfolgen noch zu tun gehabt. Gehe ab morgen aber wieder arbeiten. Yeah, Applaus, ich freue mich mega. Ja. Jetzt wollen wir nicht lange schnacken, los geht's, denn die So, ihr Lieben, die erste Frage war, wie alt bist du? Ich sag immer, ich bin gefühlte 28, ich würde jetzt direkt dabei bleiben. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt und ja, ich denke, ich werde am 14. Februar 29. Ja, manchmal fühle ich mich ein bisschen wie über 80. Jetzt, wo ich Corona hatte, mit diesem Husten, ich hatte diesen starken Husten, aber ansonsten, ja, ich bin immer noch ein jungscher Hüpfer, denke ich, so vom Innen heraus. Eine nächste Frage war, bist du wieder mit deinem Freund zusammen? Sagen wir mal so, ich bin derzeit glücklich und ich glaube, das reicht auch erstmal hier. Aus der Vergangenheit kann ich nur sagen, dass ich nicht mehr ganz so viel öffentlich mache, was meine Beziehung angeht oder meine Beziehungen oder meine Freundschaften. Ich bin derzeit zufrieden, ich bin glücklich, ich bin mit mir selbst im Reinen und das ist das Wichtigste. Und ob jemandem das passt oder nicht, das ist mir eigentlich total egal, weil ich dem Öfteren da schon ein paar Ansagen bekommen habe. Aber es geht so weit, geht spurlos, seit neuestem an mir vorbei. Ich weiß, auf wen ich zählen kann und wer zu mir steht und wer auf mich zählen kann. Und das ist das Einzige. So. Die nächste Frage ist, wenn du auf eine einsame Insel fahren würdest, was würdest du mitnehmen? Drei Sachen dürftest du. Ich würde sagen, Cooper, Internet und mein Freund, mein jetzigen Freund. Dann hast du schon mal Kooperationsanfragen bekommen? Und verdient man Geld damit? Komische Frage. Ja, ich habe schon dem Öfteren Kooperationsanfragen bekommen, nur ich werde wahrscheinlich keine annehmen. Also ich habe schon für Sportsachen bekommen, für, ich glaube, Hundesachen waren das erste, so Halsbänder damals. Haar-Accessoires habe ich ganz oft. Ich habe auch Fashion-Mode, ich habe Uhren und ich habe Schmuck. Ich hatte sogar mit Pirolet schon eine Anfrage. Bloß, dadurch, dass ich meine generalistische Ausbildung mache oder das ist das duale Studium, ich habe schon einen Nebenjob, alles meine Einnahmen müsste ich wiederum nochmal versteuern und ich würde mich tot und düsig zahlen und ich hätte davon gar nicht so viel. Also Leute, die so einen normalen Job haben und das nebenbei als Nebeneinkünfte machen, finde ich das ganz cool. Aber ich sag mal, verdiene da schon ein bisschen was und noch einen Job, das wäre einfach zu viel. Dann nicht. Nee. So, dann. Welche Ziele hast du für 2022? 2022 habe ich eigentlich nur diese Ziele. Ich setze mir jeden Monat Ziel, Dankbarkeit zu Audio aufzuschreiben, in mich zu hören, meditieren, Tour seit neuestem. Also finde ich total toll, muss ich sagen, über einen Podcast irgendwie. Habe ich gestern Abend auch ganz viel, also das hilft mir und ich komme auch total runter. Gesund leben, also normalerweise die nächsten... Ich kann gar nicht reden. Viele machen ja, dass Silvester ist, nehmen sie sich irgendwelche Vorsätze, dass dieses Jahr muss ich abnehmen, dieses Jahr muss ich Sport machen, dieses Jahr will ich verreisen. Zuständig ist es, wir haben die letzten Jahre zig Corona-Episoden gehabt, da konnte man nicht so verreisen, dann nehme ich ab.
Wenn ich alleine irgendwo bin, wenn ich aber im Sommer irgendwo abends stets und ständig essen, nehme ich wieder zu. Sport kann ich auch nur immer so machen, wie mein Schichtplan mir das erlaubt. Und daher habe ich mir für mich so überlegt, da kommen gerade welche. Habe ich für mich überlegt, dass ich es jeden Monat mache. Ich schreibe es mir auf, indem ich Dankbarkeit zeige und immer wieder vor Augen halten kann, dass ich meditiere, dass ich für mich runterkomme, dass ich mehr in mich horche. Und alles, was dazu kommt, bereichert mich. Und was nicht dazu kommt, ja. Die Frage war, hast du immer noch Kinderwunsch? Nein, ich habe keinen Kinderwunsch mehr, weil ich mir andere Ziele im Leben gesetzt habe. Also die vielleicht haben noch nicht alle so mitbekommen, wir hatten mal einen Kinderwunsch, haben künstliche Befruchtung gemacht. Ich hatte aber 5 Fehlgeburten im Prinzip, hat sich irgendwann nicht weiterentwickelt und ich habe irgendwann den Punkt für mich beschlossen, dass es kann nicht sein, dass 30 oder 31 Tage im Monat mein Leben sich nur um diesen Kinderwunsch fokussiert und sich nur noch handelt und es war einfach zu viel und ich habe irgendwie das Leben vergessen. Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt aus weitaus glücklicher, ich habe jetzt meinen Cooper, das ist für mich mein Kind auf 4 Beinen, wenn der noch sprechen könnte, das würde ich mega finden, sehr schade, muss ich sagen. Ich würde so oft wissen wollen, was er gerade denkt oder fühlt. Ich habe auch 2 Kinder aus der allerersten Beziehung, die ich hatte und die sind auch schon groß, sie sind 21 und 24, haben ihr Leben in Berlin weiter und ja, daher ist das Thema eigentlich durch für mich. Wenn es passiert, dann passiert es, aber ich denke nicht. So, wenn sich jetzt einer oder der andere fragt, Mann, die hat eine Tochter, die ist 21, eine Tochter, die ist 24, dann kann sie keine 28 sein. Ich hatte gesagt, ich bin gefühlt 28. Dann kam eine Frage, kannst du deine Haare mal offen tragen? Nein, ich trage nicht gerne meine Haare offen, weil das alles zottelt, das alles mich in meinem Arbeitsfeld einschränkt, aber ich kann es jetzt mal hier kurz aufmachen. Also sie sind einfach nur sehr, sehr lang. Ich habe auch deswegen immer so einen scheiß Düdel. Und mein Freund möchte doch mal jetzt gerne. Ich glaube, Männer insgesamt haben das gerne, wenn die Haare offen sind. Also ich habe mega lange Haare. Und ich sag, was da aussehen. Ja, sie sind dunkel mittlerweile. Früher hatte ich sehr helle Haare. Aber ja, die sind schwer und dadurch trage ich sie eigentlich nie offen. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Sie sind einfach nur sehr, sehr lang. Bis hier unten gehen sie mittlerweile und daher trage ich sie nie so offen. Ja, so ist es. Aber ich kann gerne mal meine Haare weiterhin jetzt offen tragen bis zum Ende des Videos. Es sind nur noch 2 Fragen. Hoch, so rum. Eine Frage war noch, was mein Lieblingsparfüm ist. Mein Lieblingsparfüm ist Chloé. Die liebe ich einfach. Und die Turner, die von früher, da gibt weitaus andere schöne Düfte. Ich muss mich da auch weiter mal durchtasten, glaube ich. Ich sehe es ja immer auf Instagram, was für schöne Düfte. Gucci mag ich, glaube ich, auch. Aber Chloé ist ein Duft, das weiß ich, das riecht immer noch nach 24 Stunden. Und man selber riecht das manchmal gar nicht mehr so. Aber andere Leute riechen das. Und das ist daher mein Lieblingsduft. So, eine letzte Frage war, würdest du dir noch einen Hund kaufen? Ja, würde ich definitiv machen. Und ich würde immer bei Labrador bleiben. Ich hatte früher schon mal einen hellen Labrador. Jetzt habe ich ja den silbergrauen Labrador. Und ich glaube, ich würde mir diesen blau-schwarz-Labrador nochmal holen. Der Hanni findet eigentlich diesen rötlichen Toffee. Also der ist so ein bisschen wie Schoko-rötlichen Ton, findet er ganz gut. Ich bin da, sind wir 2 verschiedene Meinungen, aber wir haben schon beschlossen, ich habe 51% und er hat 49%. Warum, weshalb, wieso, das bleibt unser Geheimnis. So, ich hoffe, ich habe euch die Fragen beantwortet. Ich kann gerne immer mal wieder so einen Button reinmachen, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Ich kann gerne öfters mal zwischendurch auch so dieses Video machen. Wenn ihr Videovorschläge habt, könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, amigo. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video toll fandet. Könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar. Ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr mich findet mit Haare offen. Also ich mag es ja überhaupt nicht. Ich wollte mir jetzt eigentlich mal hier so einen Pony schneiden. Das ist das Einzige, was ich vielleicht noch machen würde. Also ein bisschen länger, rillig ein Pony. Mal gucken, mal schauen. Ja, ansonsten, ich hoffe,
Ihr habt eine schöne Zeit. Euch hat das Video gefallen. Bleibt mir treu. Also bis dahin. Bleibt gesund. Eure Logen, Kuppa und Amigo. Bis bald. Tschüss.